Wahr oder nicht wahr? Das ist die große Frage. Es ist sogar eine der großen Fragen der Philosophie. Was ist real? Wie viel ist dabei nur persönliche Meinung? Die Wahrheit ist irgendwo da draußen, aber wir müssen nach ihr suchen. Beginnen wir unsere Suche bei Platon und seinem berühmten Höhlengleichnis. Hallo und willkommen beim Kanal Abenteuer Philosophie. Heute geht es um das bekannteste Gleichnis der Philosophiegeschichte, dem Höhlengleichnis. Platon hat das Bildnis entwickelt, um uns Menschen zu erklären, dass die Welt, wie wir sie sehen, nicht immer der Realität entspricht. Er fordert uns auf, unsere Welt mit einer Höhle zu vergleichen, in der die Menschen gefesselt sind und wie im Kino nur Schatten vorgeführt bekommen. Sie erscheinen als echt und wahr, aber sind sie das auch? Platon sagt weiter, nur wer den Mut hat, sich von seinen Fesseln zu befreien, kann sich umblicken und erkennen, dass die scheinbare Wirklichkeit nur Schattenbilder sind. Die Suche bedeutet, sich Fragen zu stellen und nachzudenken, um die Wahrheit zu ringen. Genau das ist Philosophie, die Liebe und Suche nach Weisheit und vor allem Wahrheit. Ich beschreibe dir ein wenig das Gleichnis. Die Geschichte, die Platon erzählt, spielt, wie der Name schon sagt, in einer Höhle. Wie wir schon auch gesagt haben, kannst du dir die Szenen wie in einem Kinosaal vorstellen. Die Menschen sind an Hals und Schenkeln angekettet und sitzen vor einer Mauer, die als Leinwand dient, wie in einem schlechten Horrorfilm. Du kannst nur nach vorne schauen und dich kaum bewegen. Von hinten kommt ein Licht, der Projektor arbeitet wie verrückt. Hinter den Sitzreihen gehen einige Menschen mit verschiedenen Gegenständen auf und ab. Es ist ein Schauspiel, ein Schattenspiel. Auf der Leinwand sind bewegte Bilder zu sehen und zu erkennen, aber es sind sehr verzerrte Bilder und man hört auch verzerrte Gespräche. Nach längerer Zeit gelingt es dir aber, die Fesseln zu lösen, dich umzudrehen und zu sehen, was da hinter deinem Rücken vor sich geht. Du würdest dich fragen, was soll das bitte? Wollen die mich veräppeln? Du fühlst dich einen Moment sogar starr und taub, bevor du beginnst, die Situation zu realisieren. Irritiert und verwirrt über das ungewohnte Bild versuchst du nun herauszufinden, was jetzt wirklich Sache ist. Es wäre so, als wenn du dein Leben lang am Nintendo Super Mario gespielt hättest, mit einer Grafikauflösung von Anno Schnee. Und plötzlich spielst du auf der Xbox The Fortnite. Du müsstest dich erst an das neue, viel komplexere Spiel gewöhnen. Platon erklärt an dieser Stelle, dass ein befreiter Mensch, der mit Gewalt sogar aus der Höhle hinausgeschleppt wird, höchstwahrscheinlich sogar verrückt werden würde. Stell dir vor, du bist geblendet von der Sonne, ohne Orientierung und total verängstigt. Ohne Zweifel wäre man da lieber in der bekannten, sicheren Höhle, als da draußen, wo man nichts kennt und sich vor allem fürchten muss. Ein Mensch aus der Antike wäre mit unserer heutigen Welt genauso überfordert. Wenn du dich aber langsam gewöhnst und herantastet, Schritt für Schritt, so ist es glasklar, dass das bekannte Leben in der Höhle nur ein Abklatsch, eine Illusion, ein Schatten ist. Draußen in der Sonne kann man die Dinge in ihrer Echtheit, Reinheit erkennen, so wie es wirklich ist, ganz unverfälscht. Und die Unwissenheit wird überwunden und echte Weisheit kann erlangt werden. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, du kannst dich entscheiden, im Licht zu bleiben, dich an der Sonne erfreuen und das Glück auskosten oder aus Liebe zu den Mitmenschen wieder zurück in die Höhle gehen und ihnen berichten, was dir widerfahren ist. Der Weg zurück ist aber genauso wieder beschwerlich, wie es so beim Aufstieg war. Die Finsternis ummantelt dich, du kannst wieder wenig erkennen, deine Augen sind jetzt eigentlich an das helle Sonnenlicht gewöhnt und nicht mehr an die finstere Höhle. Es braucht eine neuerliche Anpassung.
unten angelangt, wirst du deinen Kollegen erklären, dass ihre Welt nur Fake ist. Dass alles, was sie sehen, eine Verzerrung der Wirklichkeit ist. Aber wer sich von gängigen Meinungen löst, muss auf jeden Fall auch mit Anfeindungen rechnen. Wenn du standhaft bleibst und weiter versuchst, die Menschen zu überzeugen, kann es im harmlosesten Fall dazu führen, dass du einfach ausgelacht und ignoriert wirst. Abgestempelt als Spinner. Im schlechtesten Fall passiert es dir, was Platon beschreibt, du wirst mundtot gemacht und für deine Ideale am Ende sogar umgebracht. Eine weitere Falle wartet aber auf dich. Die Gefahr der sozialen Manipulation. Wie leicht kann es passieren, dass du dich wieder vom Altbekannten einlullen lässt? Alle sagen, wozu die Anstrengung, wozu all das auf dich nehmen? Sei einfach ruhig und setz dich hin, chill ein bisschen. Die Menschen der Höhle sind von dem System auch überzeugt. Denn die vermeintlich großzügigen Herren der Höhle, also die Betreiber, behaupten, im Namen aller die Höhle zu verwalten und fordern sogar jeden angeketteten Menschen dazu auf, die Stimme zu erheben, ihre Meinung zu sagen, kundzutun, was sie sich denken und sich miteinander auszutauschen. Dabei wird ihnen volle Freiheit zugesichert, ihre Meinung zu äußern und sogar einen Führer aus ihrer Mitte zu wählen. Aber was für eine Art von Freiheit ist das, wenn die Menschen zuvor auf Sklaverei und falsche Tatsachen konditioniert wurden? Es ist so, als würdest du das Leben nur mit einem Avatar in einer App spielen. Ohne jemals wirklich die echte Welt gesehen zu haben, wie sollst du dann wissen, wie es ist? Du kannst nur das, was dir auf der Leinwand vorgesetzt wurde, erkennen und wissen. Alle haben das Gleiche gesehen und man brät eigentlich im eigenen Saft. Es gibt immer nur das ewig Gleiche. Menschen starren ihr Leben lang auf eine Wand. Ohne sich umzudrehen, versteht man aber nicht, dass es Bilder sind. Eine Illusion, Schattenbilder in der Höhle. Es sind Meinungen, unsere subjektive Wirklichkeit. Die Welt außerhalb beinhaltet die reinen Ideen, das Wahre. In der Höhle gibt es nur ein Vermuten, Meinen und Glauben. In der Welt da draußen gibt es wahres Wissen, das es zu entdecken gilt. Vielleicht erinnerst du dich an den Film Matrix, eine moderne Version des Höhlengleichnisses, in dem die Frage gestellt wird, bist du bereit, die rote Pille zu schlucken oder bevorzugst du die blaue? Letztere lässt dich weiter in deiner Scheinwelt und im scheinbaren Genuss leben. Die rote Pille aber führt dich zur Freiheit und Wahrheit, aber es wird für dich sehr schmerzhaft sein, beides auf dich zu nehmen. Für welche Pille entscheidest du dich? Schreib's mal unten in die Kommentare. Und wenn du weitere Videos sehen willst, abonniere den Kanal und wenn dich das Thema Philosophie gepackt hat, dann schau in die Infobox, da findest du einen Link zu unserem Kurs Abenteuer Philosophie. Also bis dann!